Herzlich willkommen, grüezi, zu meinem Online-Vortrag. Wie sind Ihr Spanntechnik-Partner für alle 5-Achs-Maschinen bei den VDWF-Thementagen rund ums Spannen? Ich denke, ein wirklich spannendes Thema wartet auf Sie. Was können Sie heute mitnehmen? Zu Beginn mache ich eine kurze Einführung in das Thema 5-Achs-Maschinen und Werkstückspannung dazu. Wir haben hier bei Gressel 3 schöne, passende 5-Achs-Spannmittel mit vielen Vorteilen. Zum Abschluss zeige ich noch eine 5-Achs-Mehrfachspannlösung mit Pyramiden, damit man die Maschinenlaufzeit erhöhen kann und Nebenzeiten eliminieren. Zuerst darf ich mich und die Gressel AG natürlich kurz vorstellen. Mein Name ist Markus Lau, ich komme aus dem Allgäu, sitze jetzt heute im Homeoffice im schönen Allgäu. Ich bin Vertriebsleiter bei Gressel und Mitglied der Geschäftsleitung. Wir produzieren und vertreiben Handwerkzeuge, also Werkbankschraubstöcke, da sind wir sehr lange bekannt, schon seit 80 Jahren. Spanntechnikprodukte für alle Arten von Bearbeitungsmaschinen und Produkte für Automation. Unsere Firma gibt es bald 100 Jahre und davon bin ich 18 Jahre dabei. Okay, dann geht's auch schon los. 5-Achs-Maschinen kommen immer mehr und sie stellen natürlich auch andere Heranforderungen an die Spannmittel als normale 3-Achs-Maschinen. Ich zeige Ihnen heute unsere drei sehr interessanten 5-Achs-Spannmittel aus dem Hause Gressel. Bei den 5-Achs-Maschinen haben wir Schwenkwippen oder Spindelköpfe, die schwenken, damit 5 Achsen bewegt werden können. Das heißt, wir müssen mit den Werkstücken heraus aus dem Maschinentisch kommen, um keine Kollisionen zu fahren. Dazu brauchen wir bei der 5-Achs-Werkstückspannung geringste Störkonturen, um möglichst überall mit kurzen Werkzeugen ans Werkstück zu kommen. Hohe Haltekräfte für alle Arten von Werkstückmaterial. Hohe Flexibilität und vielseitiges Backensortiment. Aufspanngenauigkeit OP10 und idealerweise auch gleich OP20, damit man wirklich 6 Seiten komplett fertig machen kann. Einfaches und schnelles Handling, das einem die Arbeit erleichtert tagtäglich. Wenn gewünscht, auch Umbau für Automation in Zukunft kommt immer mehr. 5-Achs-Maschinen mit Automation und Rüsten auf Nullpunktspannsystemen. Hier sehen wir als erstes unseren 5-Achs-Zentrispanner C2 als typischen 5-Achs-Spanner. Links sehen wir die Spindelzugänglichkeit, sehen wir hier, von der rechten Seite, von der linken Seite. Rechts sehen wir unseren großen Baukasten. Unser Programm reicht von kleinen Zentrispanner in die Backenbreite 80 bis hin zu großen Spannern mit Backenbreite 160 und 50 kN Spannkraft. Für die 5-Achs-Bearbeitung setzt man die Zentrispanner auf Erhöhungen, damit man mit der Spindel von allen Seiten gut hinkommt. Als nächstes haben wir unseren seit über 13 Jahren bewährten 5-Achs-Kraftspanner, Krepos 5X. Dieser Spanner ist ein Festbackenspanner mit einer beweglichen Backe. Der Grundkörper ist niedrig, damit man von beiden Seiten her gleich gut mit der Spindel hinkommt. Das sieht man hier. Grundkörper ist niedrig. Und hier kommt man quasi von beiden Seiten hin durch den niedrigen Grundkörper. Die Spindel liegt oben am Werkstück, das heißt, wir haben hier volle Spannkraft von 40 kN. Gespannt wird mit einem Bedienerschlüssel und der bewährten Gressel 160 Grad Hebelschnellspannung. Hier brauchen wir keinen Drehmomentschlüssel, da wir im Spanner eine mechanische Kraftkassette haben. Als letztes sehen wir unseren neuen 5-Achs-Spanner SC5X. Wir haben diesen zusätzlichen Spanner neu entwickelt und Anfang des Jahres vorgestellt aus folgenden Gründen. Möglichkeit, ein Werkstück auf allen 6 Seiten in einem Spanner zu bearbeiten, ohne auf eine andere Maschine gehen zu müssen, um händisch die 6. Seite dann oder den Boden weg zum Fräsen. Backenschnellwechsel für Rüstzeitersparnis und ganz wichtig, die Möglichkeit für den Kunden, ich kaufe heute einen mechanischen Schraubstock, 5-Achs-Spanner und kann den jederzeit umbauen in einen automatisierten 5-Achs-Spanner, weil jeder weiß, die Automation wird immer wichtiger und somit gehe ich hier kein Risiko. Ich kaufe einen mechanischen und kann den später jederzeit umbauen. Alle diese Punkte haben wir beim SC5X realisiert und ich hoffe, dass ich freue mich, dass ich Ihnen dies später präsentieren darf.
Es gibt jetzt verschiedene Auswahlkriterien für den passenden Fünfachsspanner. Ich habe dazu mal mehrere Auswahlkriterien für Sie zusammengestellt. Als erstes ist es natürlich die Maschinentischgröße. Wir beginnen mit den kleinen Maschinentischen. Hier passt wunderbar unser Zentrespanner C225, Länge 160, gespannt auf einem mechanischen Nullpunktspannsystem. Als zweites einen C280 auf einer Erhöhung als typischen Fünfachsspanner. Auf einer kleinen Palette in einer Automation, auch ein sehr typisches Beispiel, oder dann gleich direkt integriert in einer Arova-Palette. Quasi Palette und Spannergrundkörper sind hier ein Teil. So ist man insgesamt viel niedriger und gewinnt entsprechend Bearbeitungshöhe. Ebenfalls auf kleineren Maschinen passt hier wunderbar unser kürzer und niedriger Krepos 5XS mit einer Grundkörperlänge von nur 265 mm. Hier im Einsatz haben wir noch unser Pendel- und Adaptersystem, dass man große und auch unförmige Werkstücke spannen kann. Für mittelgroße Tische haben wir schon die volle Auswahl. Auf Palettenautomation passt wieder hervorragend unser Zentrespanner C2 oder auch auf einem Unterbau als Fünfachs-Zentrespanner. Unser Fünfachsspanner Kraftspanner Krepos 5X in Kombination mit unserer mechanischen Nullpunktspannsystemplatte Credoc NRS. Rostfrei, vakuumgehärtet und auch nur 30 mm hoch. Rein mechanisch und darum kein Luft- oder Hydraulikanschluss notwendig. Hier sieht man auch, dass wir mit unseren Credoc NRS direkt mittig aufspannen können und dadurch keine Zwischenplatte benötigen. Ganz neu unser Fünfachsspanner SC5X hier auf einer Nullpunktspannsystemplatte Vero S von unserem Mutterhaus Schunk. Zum Schluss noch die großen Fünfachs-Maschinentische. Auch hier haben wir schon sehr viele Maschinen bestücken dürfen, zum Beispiel hier mit unserem Krepos 5X in C-Variante, das heißt, beide Trägerbacken sind verschiebbar. Mit Schnellwechsel-Zugstangenverlängerung zum schnellen Wechsel vom kompletten Spannbereich. Auch hier diese Variante zum Spannen von einer großen Platte. Unser neuer SC5X auf einer 10-fach Nullpunkt-Spannsystemplatte. Und hier noch auf einer 15-fach Nullpunktplatte mit einem Durchmesser von 1000 mm. Toll geht auch hier unser Zentrespanner mit Backenbreite 160 und 50 kN Spannkraft. Der hat eine Grundkörperlänge von 480 mm. Als weiteres Auswahlkriterium für den passenden Fünfachsspanner ist natürlich die Werkstückgröße sowie dessen Bearbeitung. Weitere Punkte sind die Zugänglichkeit, Rüstzeiten, also sprich Nullpunktspannsystem, Backenschnellwechsel, 6-Zeiten-Fertigung und natürlich Automation, ja oder nein. Ein ganz wichtiger Punkt ist uns und bei allen unseren Grässelspannern immer das Thema Handling. Hier haben wir bei allen unseren Spannsystemen immer gute Features, um das tägliche Arbeiten zu erleichtern. Gekapselte Spindeln, Backen drehen mit Schrauben, Backenschnellwechsel, Hebelschnellspannung und all so Dinge, wo das tägliche Arbeiten mit dem Spannsystem erleichtern. Welcher Fünfachsspanner ist jetzt der richtige für mich? Jetzt haben Sie die Qual der Wahl. 24 Varianten 5-Achs-Spanner Zentrespanner C2, 13 Varianten 5-Achs-Spanner Kraftspanner Krepos 5X und 20 Varianten SC5X. Damit Ihnen die Entscheidung etwas leichter fällt, stelle ich Ihnen nun kurz unsere drei 5-Achs-Spanner vor. Zuerst zeige ich ein kurzes Video und dann einfach noch die Hauptvorteile auf einer Seite zusammengefasst. Als erstes starten wir mit unserem 5-Achs-Zentrespanner C2, hier montiert auf einer Nullpunkterhöhung. Kommen wir mal zuerst zum Video. Zuerst sehen wir, wie in die 5-Achs-Erhöhung die Aufnahmebolzen geschraubt werden, damit wir die Konsole oder den 5-Achs-Spanner schnell und einfach auf unser Nullpunktspannsystem montieren können. Jetzt schraubt er die Bolzen von oben ein,
zieht sie mir im Drehmoment Schlüssel richtig an. Wir haben hier ein Stichmaß von 200 mal 200. Dann bringt er die Konsole zur Maschine. Hier sieht man die Nullpunktplatte von uns. Dann nehmen wir die Schutzdeckel raus. Und dann lupft er quasi mittig, ist ein großer Vorteil von unserem System, den 5-Achs-Spanner direkt mittig auf die Nullpunktplatte. Zieht dann die Spannbolzen an mit 30 Newtonmeter und dann haben wir pro Spannbolzen 20 Kilonewton Einzugskraft. Also wirklich nach unten ziehende Einzugskraft. Als nächstes sehen wir die Funktion des Gredog. Wir haben hier eine 3-Punkt-Spannung mit Niederzug durch den Spannschieber. Das heißt, der Bolzen wird beim Spannen aktiv nach unten gezogen und garantiert eine stabile Spannung des Spannmittels. Jetzt sehen wir einige C2-Varianten auf der 5-Achs-Erhöhung. Dann können wir mit dem Akkuschrauber hier ganz einfach und schnell einen Backenwechsel machen. Also heißt zum Beispiel von kleiner Spannweite auf große Spannweite. Muss man danach noch mit dem Drehmomentschlüssel anziehen. Oder auch den Spanner selber betätigen mit dem Akkuschrauber, wenn wir ein geschlossenes System haben. Auf verschiedene Systembacken passen unsere Gressel Standardaufsatzbacken. Und für unsere 24 Zentrispanner-Varianten haben wir insgesamt 47 verschiedene Systembacken. Und man kann sich auch ganz einfach selber eigene Backen fertigen, wenn wir einfach eine Schnittstelle haben. Als nächstes sehen wir unsere unterschiedliche Gressel-Grip-Backen für alle Materialien. Zuerst sehen wir hier Standard-Grip 3 mm für ungehärtetes Material. Dann kommt unsere Alu-Grip-Backe für Alumaterial mit nicht so aggressivem Grip. Und dann kommt unsere Carbide-Grip-Backe mit Hartmetallpins, dass wir gehärtetes Material bis HRC 58 spannen können. Gespannt wird beim C2 mit 100 Newtonmeter, was eine Spannkraft von 35 kN ergibt. Das heißt, wir spannen ohne Vorprägen und sparen uns diesen zusätzlichen Arbeitsgang, weil wir eine hohe Spannkraft haben und quasi beim Spannen ins Material reingrippen. Bevor wir jetzt zum Highlight von unserem Zentrispanner kommen, noch eine kurze Fräs-Demo. Ist hier einfach mal kurz OP10 und OP20 gefräst. Hier sieht man auch, dass wir jetzt OP20 einspannen können auf die glatten Spannfläche. Jetzt kommt der ganz große Vorteil, einfache und ganz schnelle Reinigung, da die Spindel komplett geschützt ist. Riesenvorteil in der tagtäglichen Arbeit. Mit unseren Magnetwerkstückunterlagen können wir unterschiedliche Einspanntiefen ganz einfach realisieren. Und ganz praktisch ist auch unser Magnetanschlag zum einfachen Einspannen des Werkstücks. Die Flexibilität vom Zentrispanner erhöhen wir zum Beispiel mit diesen Systembacken, Pendel- und Adapterplatten zum Spannen von runden oder unförmigen Werkstücken mit unterschiedlichen Positionierungsmöglichkeiten. Hier können wir dann sogenannte Sechsfach-Wendebacken einsetzen, runde, unförmige Werkstücke damit spannen. Eine Backe, die hintere, wo man jetzt sieht, pendelt, die vordere starr. Hier die unterschiedlichen Positionen. Und jetzt macht er das, jetzt positioniert er 4 solche Sechsfachbacken. Hier kann man auch neu eine Carbide-Backe einsetzen. Dann spannt er kurz vor, spannt die Sechsfach-Wendebacken und dann haben wir schon das runde Werkstück relativ einfach mit Standardkomponenten auf unserem Zentrispanner gespannt. Zum Schluss sehen wir dann noch links unseren Einfachspanner, der hat eine Festbacke und rechts den Zentrispanner. Das heißt, wir haben Einfach- und Zentrispanner mit dem gleichen Grundkörper. Und hier kann man auch noch 2 Werkstücke spannen. Also voll flexibles System, Einfachspanner, Zentrispanner, Doppelspanner. Nochmal die Hauptvorteile auf einen Blick. Also die geschützte Spindel, geschlossenes System. Kompaktes Design mit bester Zugänglichkeit, hohe Spannkräfte,
dadurch kein Vorprägen notwendig. Hohe Präzision durch spielfreie Lagerung, einfacher und schneller Backenwechsel und umfangreiches Baukasten-Backenprogramm. Dann kommen wir schon zum 5-Achs-Kraftspanner Grepos 5X. Hier zeige ich aus Zeitgründen kein Video. Sie können aber natürlich sehr gerne auf unserer Homepage und auf unserem YouTube-Kanal sämtliche Produktvideos anschauen. Hier aber auch noch sehr gerne die Highlights. Schneller Umbau in wenigen Sekunden, den Spannbereich verstellt. Schnell positionieren auf dem Nullpunkt-Spannsystem. Wir brauchen keine Zwischenplatte. 160 Grad Hebelschnellspannung. Backen drehen durch einfachen Backenwechsel. Einfache Reinigung, auch hier ist die Spindel komplett geschützt. Und wieder, wie bei allen Produkten, umfangreiches Baukasten-Backenprogramm. Zum Schluss kommen wir zu unserem SC5X. Auch hier habe ich ein Video. Ton aus. Den SC5X haben wir zu Beginn diesen Jahres neu vorgestellt. Als erstes sehen wir die super Zugänglichkeit vom SC5X. In jeder Backenposition kommt man mit kurzen Werkzeugen perfekt an die Werkstücke. Einfachstes Handling, 130 mm Grundspannhub, ohne dass eine Verlängerung eingebaut werden muss. Das ist mit Abstand der größte Grundspannhub am Markt. Sieht man auch hier, kann man ganz einfach mit einem Akkuschrauber den Spannbereich verstellen. Ein Highlight sind sicherlich unsere neuen Schnellwechselbacken, damit ein Spannerumbau in Sekunden funktioniert ohne Werkzeug. Ganz einfach reinklicken und schon hat man die Backe gewechselt. Also keine Schrauben mehr lösen, anziehen mit Drehmomentschlüssel, sondern wirklich über einen Schnellwechsel die Backen wechseln. Insgesamt haben wir hier 16 Schnellwechselbacken. Bei der Spannkraft haben wir bei Rohteilspannung, also sprich 5 Seiten Bearbeitung, eine maximal mögliche Spannkraft von 50 kN und bei der Fertigteilspannung 40 kN. Als erstes sehen wir hier die Rohteilspannung. Hier werden die Backen in die optimale Position gebracht und dann wird die hintere Backe mit einer Schraube fix positioniert. Hier können wir dann alle unsere Gressel-Grip-Backen für alle Materialien auch beim SC5X einsetzen. Sehen wir jetzt wieder die drei Varianten. Normal ungehärtet, Aluminium und gehärtetes Material bis 58 HRC mit unserer Hartmetall-Pin-Carbide-Grip-Backen. Und man sieht immer schön die Eindrücke im Material. Wir haben auf den Backen und auf dem Grundkörper sauber eine Skala, damit man ganz einfach und schnell das Werkstück einlegen kann. Für die Fertigteilspannung, sprich die 6. Seite, wird die 2. Trägerbacke ebenfalls angezogen. Über einen Spannhebel in der Backe macht dann die Backe oben nur noch einen kurzen Spannhub von 3 bis 5 mm und wir erreichen mit diesem System einen aktiven Niederzug für Präzisionsspannungen OP20. Auch beim SC5X passen unsere Magnetwerkstückunterlagen perfekt für unterschiedliche Einspanntiefen. Ist gerade gut für die OP20, kann man sauber das Werkstück einlegen und aktiv nach unten ziehen. Ganz einfacher Spindelwechsel, mechanisch oder hydraulisch, Verlängerungen einbauen, wenn man längere Spannbereich haben will. Mit dem SC5X ist alles ganz einfach. Wie Sie sehen, sind auch hier die Spindeln komplett geschützt vor Spänen, das heißt keine offenen Gewinde. Zum Abschluss auch hier noch eine kleine Fräsdemo. Wir machen hier eine Backe für unseren Zentrespanner C2. Komplettbearbeitung auf allen 6 Seiten mit einem 5-Achs-Spanner. Das ist unser neuer SC5X. Auch hier nochmal die Highlights. Also wahlweise 5 plus 6 Seiten Bearbeitung. Möglich durch Klemmen von einer oder beiden Trägerbacken, Backenschnellwechsel,
beste Zugänglichkeit von allen Seiten und 130 mm Grundspannhub. Wahlweise vollgekapselte Spindel, mechanisch oder hydraulisch angesteuert für Automation. Rohteilspannung mit 50 kN, Präzisionsspannung mit 40 kN. Umfangreiches Baukasten-Schnellwechselprogramm. Und wie schon angekündigt, zeige ich zum Schluss das Thema Pyramiden. Ganz einfache Aufgabe, Nebenzeiten eliminieren. Das ist ein Punkt, da beschäftigen sich die Grässel-Außendienste fast täglich mit den Kunden zusammen. Die Kombination aus Schwenktisch, Nullpunkt-Spannsystem und Spannpyramide ermöglicht auf 5-Achs-Maschinen eine effiziente Fertigung kleinster Losgrößen. Das Grundprinzip ist einfach. Je Seite lassen sich ein oder im Idealfall sogar mehrere Werkstücke aufspannen, die dann unmittelbar nacheinander bearbeitet werden. Mit Hilfe moderner CAD-CAM-Systeme ist das auf diese Weise möglich, selbst kleinste Losgrößen bis hin zu Einzelstücken hocheffizient automatisiert zu fertigen. Wo besonders flexibel agiert wird oder die Zahl der Pyramiden nicht ausreicht, verkürzt das Nullpunkt-Spannsystem Gredog NAS den Werkstück-, Spannmittel- oder Palettenwechsel. Da habe ich auch noch ein kleines Video. Anhand der folgenden Animation möchte ich Ihnen die Zugänglichkeit bei einer Mehrfachspannung auf unseren Pyramiden näher bringen. Hier sehen Sie eine Dreifachvariante, ausgestattet mit unserem C225, Länge 160 Zentrespannung. Unter Berücksichtigung der maximalen Schwenkbereiche Ihrer Maschine können wir die Spannflächen der Pyramiden ideal auslegen. Das Ergebnis ist hier sehr schön ersichtlich. Im Idealfall wird eine optimale Zugänglichkeit von allen Seiten erreicht. Somit erhöhen Sie die Spindellaufzeit auf Ihrer 5-Achs-Maschine deutlich. Ziel erreicht, Nebenzeiten eliminiert. Genau, okay. Hier noch ein paar Praxisbeispiele an Pyramiden. Hier haben wir wirklich schon sehr viele Varianten und Versionen gemacht in den letzten Jahren und können daher auf eine große Pyramidenbibliothek zurückgreifen, inklusive den gleich passenden 3D-Daten dazu, dass man das jetzt bei sich sauber simulieren kann. Bitte auch dazu einfach kurz bei uns melden, dann schickt man Ihnen die Beispiele. Zum Abschluss habe ich hier jetzt nochmal den Überblick über unsere 5-Achs-Spannmittel. Vom 5-Achs-Zentrespanner C2 über unseren 5-Achs-Kraftspanner Grepos 5X bis hin zum neuen 5-Achs-Spanner SC5X. Ich denke, hier sollte doch für jeden was Passendes dabei sein, oder? Abgerundet wird unser Programm noch mit dem Thema 5-Achs-Mehrfachspannungen mit Pyramiden. Ich hoffe, dass es für Sie in meinem Vortrag rübergekommen ist, warum wir Ihr Spanntechnikpartner für alle 5-Achs-Maschinen sind. Noch ein kurzer Hinweis auf unseren nächsten Online-Events. Am 19. Mai machen wir eine Produkt-Live-Demo online zu unserer einfachen und flexiblen Werkstückautomation RC2. Hier zeigen wir auch unser neues RC2-Modul inklusive Medienkupplung, bei dem Sie keine Drehdurchführung mehr im Tisch brauchen und damit relativ einfach Maschinen nachrüsten können für Automatisierung. Seien Sie gespannt. Im September, sage ich jetzt mal wirklich mit fester Überzeugung, finden unsere Grässel- und Schunkspann- und Automationstage live bei Grässel in Adorf statt. Zu diesen Events, egal ob online oder live, sind Sie natürlich heute schon ganz herzlich eingeladen. Nähere Infos finden Sie dann auf unserer Homepage. Noch der wirklich letzte Hinweis zum Schluss. Wir schicken Ihnen sehr gerne kostenlos unseren neuen Grässel-Katalog mit über 700 Seiten geballter Spanntechnik zu. Bitte einfach kurz unser Kontaktformular auf der Homepage ausfüllen oder ein kurzes Mail an katalog@grässel.ch. So, und jetzt hoffe ich, dass es für Sie interessant war und frage mal, ob schon Fragen da sind an mich.